Aus der letzten Kalea Monatsbox kommt das Rammlerbräu Naturtrübe Helle zu uns. Des bummst dir richtig. Wie das ausschaut, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hey, super, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid startklar für das heutige Bier, das aus Bayern kommt. Aus Unterhaching, um genau zu sein. Fußballfans wissen, wo das ist, in der Nähe von München. Und da kommt das Rammlerbräu und die kommen heute mit dem naturtrüben Hellen zu uns. Habe ich aus der letzten Biertasting Club Monatsbox und da war einiges Spannende drin und vielleicht ist das Rammlerbräu ja auch eins davon. Spannende Biere grundsätzlich hier am Kanal, seid ihr genau richtig. Wenn noch kein Abo habt, dann bitte da unten kurz mal einen Klick da lassen. Ich danke euch für euren Support und freue mich drauf, wenn wir dann irgendwann gemeinsam die 5000 Abos feiern können. 4,9 Volumenprozent feiern wir heute und 12,2 Plato, Hopfenhefe, Wasser und wahrscheinlich auch Gerstenmalz, da steht es ja. Ich dachte, das wäre eine der Zutaten. Nein, aber Gerstenmalz, jawohl. Ist ein Bier, das in einer anderen Brauerei gebraut wird. Die Rammlerbräu sind offensichtlich Gypsy-Brauer. Zumindest hat man mir das gesagt. Welche Brauerei, habe ich mal gewusst, habe es aber leider wieder vergessen. Bitte mir das nachzusehen. Und nach einem blauen Bären, den wir neulich mal am Kanal hatten, kommt jetzt ein blauer Hase. Ja, naturtrübes Helles. Ich habe im ersten Augenblick gedacht, klingt so für mich ein bisschen wie Zwickelbier, weil Helles ja für mich eigentlich eher gefiltert sein sollte. Vielleicht ist naturtrübes Helles da eine andere Umschreibung für ein Zwickelhelles. Bottle Cap mit dem Hasen oben drauf, der möglicherweise nicht zufällig Ähnlichkeit mit dem Playboy-Hasen hat, mit Rammlerbräu, das ist ja irgendwie so ein bisschen aufgelegt. Und ich gehe mal davon aus, man spielt auch mit diesen Assoziationen, die dann kommen. Und schauen wir mal, wie das dann jetzt hier im Glas ausschaut. Das Ganze kommt in der Halbliter Euroflasche. Ich mag ja die Euroflaschen. In der kleinen Flasche mag ich fast noch ein bisschen mehr, aber der großen ist auch okay. Ja, und das schaut tatsächlich... Das schaut tatsächlich sehr zwickelig aus. Also ich würde jetzt mal sagen, die Zwickelbier- und Kellerbierfreunde kommen hier auch großartig auf ihre Kosten. Schöne goldene Farbe, schöner weißer Schaum, der auch prächtig am Glas hängen bleibt. Gleichmäßige Trübung, wenig Kohlensäure allerdings zu sehen. Und ja, das war eben schon so ein typisches zitrusiges Kellerbieraroma. Jetzt ist es eher, das sind immer so diese ersten Sekunden. Wenn man die Flasche aufreißt, dann haut es einem da gerade so ein bisschen die Aromen um die Ohren. Aber jetzt ist es eher so brotig, leicht hefig. Und ich fühle mich tatsächlich sehr bestätigt in meiner Annahme mit dem Kellerbier. Aber es soll ja nichts Schlechtes sein, Gottes Willen. So, in diesem Sinne, cheers. Ja, startet auch schön brotig, malzig. Leichte Süße. Oh, da hinten schiebt auch noch so eine dezente Würze mit rein und leichte Zitrusfrucht. Also gut, ich mache jetzt mal hinter das Thema einen Haken. Und ja, schön auch blumig. Das ist ein wahnsinnig floral, frisches Bier. Hopfen eher so ein bisschen grasig. Insgesamt ist eine schöne Bittere da, aber es ist nicht so bitter. Das ist so ganz normal im normalen hellen Bereich angesiedelt. Vom Körper her würde ich sagen, gerade noch schlank. Kohlensäure eher auf der dezenteren Seite unterwegs. Und ja, es ist ein, was die Textur angeht, es ist ein glattzüffiges Bier, das läuft rein wie die Hölle. Und darauf ist es ja wahrscheinlich auch getrimmt. Also machen wir uns jetzt nichts vor. So die ganze Aufmachung, der Name, all das. Es ist einfach, vom Typ her ist das ein Bier, wo ich mir zwei Freunde einlade, Kiste Bier hinstelle und die ist am Abend, innerhalb von kurzer Zeit ist die leer. Das ist ein typisches Grillbier, aber richtig gut. Also muss sagen, gefällt mir schon gut.
Und hinten im Nachtrunk, das ist spannend, da gibt die Bittere ein bisschen Gas, nicht zu sehr, aber es kommt ein bisschen grasig, grasige Noten durch, leichte Würze und es bleibt so diffus fruchtig. Die Zitrusfrucht, die wird jetzt so ein bisschen irgendwie diffus fruchtig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon okay. Keine, würde ich mal sagen, jetzt super komplexe Braukunst, aber sehr solide. Und deshalb gibt es für das Ramblerbräu Naturtrübe Helle von Probier TV gibt es dafür 3,5 Punkte für das Naturtrübe Helle aus Unterhaching. Und ich muss mal schauen, in welcher Liga die im Augenblick spielen. Aber es wird vermutlich nicht mehr die sein. Die waren ja mal Bundesliga, Gottes Willen, das ist noch zwei Zeiten her. Ich habe sie in der zweiten Bundesliga noch mal in Darmstadt gesehen. Aber das ist auch verdammt lang her schon wieder. Also bin mal gespannt, was meine Fußballforschung danach gibt. So, dann soll es für heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.